Ja, hallo alle zusammen. Hallo Gregory, danke. Mein Name ist Christoph Hampe, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Rottgau im Kreis Offenbach. Von Beruf bin ich Immobilienkaufmann im öffentlichen Dienst und bin gleichzeitig auch noch im Personalrat dort tätig. Bei den Piraten bin ich seit Sommer 2009 und seit Gründung auch Mitglied bei uns im Vorstand im Kreis Offenbach-Land. Seit der Kommunalwahl im März 2011 bin ich einer der glücklichen Piraten, die die Ehre haben, die Piraten in den verschiedenen Parlamenten, bei mir in dem Fall im Kreistag, vertreten zu dürfen. Ich bin Fraktionsvorsitzender von unserer Fraktion. Mittlerweile sind wir eine 3-Personen-Fraktion. Es macht großen Spaß. Zusätzlich kümmere ich mich seit Anfang letzten Jahres um den Hessen-Campus, anfänglich mit Matthias Geining zusammen, mittlerweile mit Nicole Seiler. Natürlich wäre das Ganze nicht möglich ohne viele andere Unterstützer, wie zum Beispiel unserem großartigen Streaming-Team, dem ich an der Stelle auch schon mal Danke sagen möchte, auch für heute. Und jetzt kommt noch ein kleiner Werbeblock, nämlich auch für den Hessen-Campus. Der Hessen-Campus geht am 14. April in die nächste Runde, steht diesmal im Zeichen von den Anträgen für unseren kommenden programmatischen Landesparteitag. Nur was ganz wichtig daran ist, wir brauchen auch Anträge, die wir besprechen können auf dem Hessen-Campus. Also wenn ihr noch Ideen habt, Initiativen habt, formuliert sie aus und reicht sie bitte ein. Ja, wenn ihr noch mehr über mich persönlich wissen wollt, schaut am besten ins Wiki oder auf unsere Fraktionswebseite kreispiraten-of.de. Dort gibt es Videoberichte über unsere Kreistagsfraktion, eine Übersicht über die Anträge und Anfragen, die wir gestellt haben und einiges andere mehr. Ja, politisch engagiere ich mich bei den Piraten neben dem Kreistagsmandat und neben der Kommunalpolitik im AK Asyl und Flucht und im AK Inklusionspolitik. Durch meinen Beruf bin ich sehr an dem Thema Verkehrs- und Infrastrukturpolitik interessiert und würde mich auch da in dem Bereich gerne einbringen. Um jetzt endlich mal auf das eigentliche Thema zu kommen, Landtag. Und was will ich im Landtag, beziehungsweise was will ich nicht im Landtag? Ich will kein Einzelkämpfer im Landtag sein. Ich will eure Meinung im Landtag vertreten. Ich will euch mit in die parlamentarische Arbeit einbinden. Ich will Schnittstellenbeauftragung für unsere verschiedensten Instrumente, wie virtuelles Meinungsbild, wie für Liquid Feedback, feste Ansprechpartner für die AKs, um die Informationen von der Basis in die Fraktion und von der Fraktion in die Basis zurückzutragen. Ich will verlässliche Workflows innerhalb der Fraktion mit möglichst vielen Anknüpfungspunkten, um euch in die Arbeit der zukünftigen Fraktion mit einzubinden. Ich will ein Bürgerantragsportal nach dem Wiesbadener Beispiel, um auch die Bürger die Möglichkeit zu geben, über unsere Fraktion Initiativen in den Landtag zu tragen. Ich will mehr Transparenz im Landtag. Ich will, dass Ausschüsse zukünftig grundsätzlich öffentlich tagen. Ich will, dass Verträge der öffentlichen Hand auch öffentlich verfügbar sind. Ich will eine Informationsfreiheitssatzung für Hessen. Ich will Verkehrs- und Infrastrukturprojekte, bei denen die Bürger tatsächlich ein Mitspracherecht haben. Ich will, dass Bouffier zukünftig, wenn er von wohl einzigartigem Mediationsverfahren wie beim Frankfurter Flughafen spricht, nicht einzigartig schlecht, sondern einzigartig gut meint. Ich will, dass das Schubladendenken in Hessen endlich aufhört. Ich will, dass alle Menschen, egal ob asylsuchend, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung oder einfach nur Menschen, gleichermaßen, egal in welcher Lebenssituation, an unserer Gesellschaft teilhaben können. Ich will, dass Barrierefreiheit zukünftig mehr als nur ein Wort aus der UN-Behindertenrechtskonvention ist. Ich will, dass Kinder unabhängig ihrer Einschränkungen in ihre Wundschule gehen können und hierfür die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden. Ich will, dass die Politik nicht weiter die Augen verschließt und sich für einen deutschlandweiten flächendeckenden SMS-Notruf einsetzt. Ich will, dass Inklusionshelfer eine ordentliche Ausbildung bekommen und nicht nur ein Wochenendseminar. Nur dann ist ernst gemeinte Inklusion wirklich möglich. Ich will ein selbstbestimmtes Leben ohne gesellschaftliche Zwänge für alle. Ich will mit euch einen geilen Wahlkampf machen. Ich will für euch in den Landtag. So, was ich will, habt ihr jetzt gehört. Wenn ihr das Gleiche wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eure Stimme gebt und mir helft, auf die hessische Landesliste zu kommen. Vielen Dank. Hat sie genug Zeit? Vielen Dank, ja.